Das ist ein Requiem. Ein Requiem auf eine Wohnung. Die Künstlerwohnung in Rom gibt es schon seit den 90er Jahren. Seitdem war sie durchgehend besetzt mit drei oder mehr Personen. Einem Literaten, einem bildenden Künstler und einem Fotografen. Aber jetzt ist die Wohnung am Ende. Fast tot. Wir sind die Letzten unserer Art. Sie hat lange als perfekte Arbeitsstätte gedient. Für Künstler wie mich. Die Künstlerwohnung hat schon ein paar Altersbeschwerden. Zum Beispiel das Bad. Gleich am ersten Tag brach die Duschwand aus und wir standen in einem Scherbenhaufen. Wenn man die Toilette spült, klingt es, als würde die Apokalypse hereinbrechen. Das ist mein Zimmer. Ein wenig klösterlich vielleicht. Um das Fenster abends zu schließen, muss ich meinen Schlüssel drunter klemmen. Und so sieht es aus, wenn man in die Küche kommt. Auf der Küchenwand haben Generationen österreichischer Künstler sich verewigt. Im Hof hinter diesem Fenster backt eine Pizzeria mit einem Holzofen, weswegen die Temperatur immer infernalisch ist. Und hier unten gibt es ein Schließfach für unsere Lebensmittel. Über die Lautstärke wollen wir gar nicht reden. Aber alle, die da waren, haben großartige Erinnerungen. Und die Wohnung ist irrsinnig zentral. Nämlich genau hier. Aber was kann man machen? Sie hat ihren Zenit überschritten. Ciao, Via Torre Melina 35.